Hallo zusammen, willkommen zu meinem letzten Vorrundenspiel. Mal sehen, ob es bei der Vorrunde bleibt oder noch mehr wird im Plünderer Release-Turnier. Und ich habe ein bisschen Musik dazu angemacht. Wir haben mal das Königreich hier. Schauen wir uns das Ganze mal an. Einige ganze Menge neue Karten, natürlich und Schamanen. Oh, ich hatte noch kein Turnierspiel mit Schamanen. Mal sehen, ob das böse wird. Auch Landungstrupp ist ja gut, wenn man keine Aktionskarten spielt. Wir haben die Zustellung. Jedes Mal, wenn wir eine Karte nehmen, können wir sie direkt auf die Hand des nächsten Zuges kriegen. Herumsuchen. Anwesen entsorgen, was der Gegner gleich nehmen muss, wenn man. Oh, wenn man das macht, das ist natürlich böse. Und Gegner fängt an mit Zustellung. Wir haben Gezeitenbecken, Sumpfhütten, die gut sind, wenn wir schon viele Karten im Spiel haben. Also hier wird es durchaus möglich mit Landungstrupp Sumpfhütten vermutlich und dann Steinbruch und Arbeiterdorf ganz gut zu ziehen. Aber muss natürlich erstmal sein Deck ein bisschen in Ordnung kriegen. So, Spielfeld. Aber das ist auf jeden Fall eine krasse Kombo. Dann werde ich wohl das Anwesen ihm gleich rüber schieben. Wird erstmal ein ganz schön böser Kampf hier am Anfang, denke ich. Okay, er macht gleich das so. Zweite Schamanin gekauft. Ich meine, wenn er zwei Karten pro Zug entsorgt. Allerdings eine Schamanin werde ich wohl brauchen. Werde sie mir auch gleich mal in die nächste Hand schieben. Mal gucken, ob ich. Ja, ich komme auf 5. Dann vielleicht ein Sammelsurium. Ja gut, zwei Karten zu entsorgen. Dann ist eine davon, die er vielleicht selber kriegt. Drei Karten sogar entsorgen. Alles klar. Ach nee, er hat ein Anwesen wieder rausgenommen aus dem Müll. Auch eine Möglichkeit, sich zuzumüllen. Und jetzt nehme ich auch mal ein Sammelsurium. Dann vielleicht ein paar Punkte machen, währenddessen man so sein Deck baut. Der Pluskauf wird auch nützlich werden. Dann will ich ein paar Landungstrupps auf jeden Fall. Er macht nochmal Schamanen. Okay, ich werde auf jeden Fall hier wieder herumsuchen. Bleibt auf jeden Fall sehr in der Linie treu, viel zu entsorgen. Zwei Karten entsorgt. Macht er jetzt wieder herumsuchen? Anwesen zurückholen. Ne, noch eine Schamane. Alles klar. Dann werde ich wohl mal Zustellung auf Landungstrupp machen. Und Zustellung geht bei allen Karten, ne? Nicht nur bei Aktionskarten. Noch ein Landungstrupp. Oder Steinbruch, weil die nächste Hand hat vermutlich. Ja, ich mache mal Zustellung Steinbruch. Genau, nächste Hand hat Sammelsurium. Und ich kann außerdem den Landungstrupp wieder raushauen. Aus dem Ganzen. Kauft ein zweites Sammelsurium, okay. So, und dann Zustellung. Landungstrupp. Und mal eine zweite Schamane. Ein bisschen mehr entsorgen. Okay, drei
drei Schamaninnen gespielt, ein Sammelsurium. Das ist, ja, Schamanen ist tricky. Ob man es übertreibt, aber nur mit Schamanen zu entsorgen, ist halt auch ein bisschen schwieriger. Hab jetzt hier nichts Interessantes gezogen gefühlt. Dann werde ich mal Zustellung Sammelsurium machen. Sehr gemeines Königreich hier, aber Zustellung und zweimal Landungstrupp dürfte ganz gut sein. Vor allem dann sind meine Sumpfhütten später mega. Ganz hinterhergekommen, was hat er letzte Runde gemacht? Er hat ein Anwesen nur entsorgt. Bild. Oh, also der Müll wird auch irgendwie nicht dicker. Frage ist, wer hat diese ganzen Müllkarten? Hab ich die? Ich habe jetzt einen Kupfer bekommen. So, wie sieht's bei euch mit Neujahrsvorsätzen aus? Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Sage ich wahrscheinlich zum dritten Mal in so einem Video, aber es ist halt so. Und jetzt machen wir mal Zustellung. Ich habe auf jeden Fall vorgenommen, hier zum einen ein bisschen Sport zu machen, zum anderen ja, den besten Dominion-Content dieses Jahr zu liefern, den es auf Deutsch gibt, international den es auch gibt, aber da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Und ein Ziel dort wäre, dieses Jahr 1000 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr da dabei sein wollt, das Ganze unterstützen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren. Ansonsten gerne auch auf Gefällt mir. Das wäre super. So, wir haben ein bisschen entsorgt, aber haben kein Sammelsurium gefunden. Werden wir uns mal noch ein Sammelsurium in die nächste Hand schieben. Und können gleich die Ladungstrupps ablegen, auch nicht schlecht. Nicht vergessen, dass die Schamanin an sich auch eine schlechte Karte ist, die man sich dann ins Deck holt. Wenn man da nicht ordentlich aufräumt, wird es sehr schwer werden. Einfach zwei Sumpfhütten. Nehmen wir auch mal Arbeiterdorf-Sumpfhütten. Weil der nächste Zug ist sowieso ziemlich gut. Und der Pluskauf, der interessiert mich. Habe ich viel mehr Punkte. Das ist nice. Ich weiß gar nicht, wie das so passiert ist. Irgendwie von den ganzen Sammelsurien anscheinend. Zack, 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 zack. Fünf Stück. Dann sind die Sumpfhütten gleich noch besser. Ich hätte natürlich so rummachen müssen. Hat keinen Unterschied gemacht. Hab leider nichts gefunden. Kein, also nichts, kein Steinbruch. Das wird, das heißt, wir machen einfach mal Stellung, Sumpfhütte. Sammelsurium. Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt so viel aufräumen. Sumpfhütten jetzt so gut sind. Aber der Steinbruch da nicht zu haben, war schade. Das hätte natürlich gut Karten ziehen können. Macht er das? Klar. Na gut. Nehmen wir das Anwesen. Punkte sind doch nett. Dann Zustellung. Vier Sumpfhütten. Ah ne, wir haben nur drei. Wir können nur drei holen, aber wir können ja auch einen Schmuggler holen. Dann mal
Mal gucken, was er so schmuggelt. Wir haben auf jeden Fall mehr Punkte. Das Spiel ist annähernd fast vorbei. Kauf schmuggelt sich Schmuggler. Aufgeräumt hat er auf jeden Fall. Frage ist nur, kann ich es jetzt noch beenden, bevor es mir zum Verhängnis wird, dass ich nicht so aufgeräumt habe? Müll ist jetzt etwas voller. Ach, okay, Sammelsurium zu nehmen war sicherlich ein Fehler, denke ich mal. Okay, wir nehmen das Kupfer, wir führen ja an den Punkt. Dann bei uns Sammelsurium, was er sich genommen hat. Und für den Spielen. Bei Karten, das zieht 3, 3, 3, 4, normalen. GG, I have no idea what I played wrong, but man, you are good. Ach, ich weiß nicht. Ich war auch. Ach nee, ich war Zweiter. GG. Ja, ich glaube einfach zu viele. Zu viele Schamanen. Okay, zweites Spiel. Spiel drücken, dann kann der andere, können wir auch wissen, da haben wir auf dem Fall 3. Okay. Königreich ist hier. Wir haben wieder ein Ereignis Beeilung, das ist ein bisschen anders. Nächstes Mal, wenn ich eine Aktionskarte spiele, nehme ich sie und billig auf. Sieht man jetzt hier gerade nicht. Muss ich gleich nachher gucken. Billig ist die Kunstschmiede. Die kostet jetzt nur 6. Dann haben wir Schmelztiegel neu, Suche. Auch nicht schlecht, wieder Sumpfhütten. Sumpfhütten Suche Kombo. Vielleicht, aber nicht ganz so sehr. Hafendorf mit Bergbaustraße, Müllverwerter und Handelsschiff als Kombo und Kartenzeichnerin zum Kartenziehen. Wir können Karten ziehen mit Hafendorf, Kartenzeichnerin. Okay. Ja, ich denke mit einer Suche anfangen ist okay hier. Dann Schmelztiegel dazu. Buffkauf brauchen wir nicht unbedingt. Hat Bergbaustraße im Kauf, ja. Okay, wir können jetzt eine Anwesen entsorgen. Und der vergrabene Schatz ist gar nicht so schlecht. Meine Einschätzung aus den letzten Partien. Effektiv kostet er nur 2, wenn man ihn eh nicht nächste Runde gezogen hätte. Gerade jetzt am Anfang. Und dann hat man später seinen Pluskauf und eine teure Karte schon im Deck. Frage ist, ob ich das jetzt lieber hole als was anderes. Jo. Okay, wir haben den exakt gleichen Start soweit. Ja, ich könnte jetzt was zur Beeilung spielen, aber was bringt das? Beeilung auf den Müllverwerter oder was? Erstmal, wenn du diesen Zug eine Aktionskarte nimmst, spiele sie. Wenn ich jetzt den Müllverwerter da so spiele. Oder ich hole mir eine Kunstspiele, aber ich ziehe noch nicht wirklich was. Dann hätte ich noch eins übrig. Ich könnte mir nochmal für 3 was holen. Eventuell noch eine Suche. Ist vielleicht okay. Na, ich mach. Nochmal vergrabener Schatzsuche. Schwierig. Oder Kartenzeichnerin. Ja.
vergrabenen Schätze sind auch gut für Sumpfhütten. Die bleiben ja im Spiel. Also sind relativ gut. Nicht perfekt oder so. Aber okay. Dann will ich als nächstes mal eine Kombination aus Hafendorf Kartenzeichner schaffen. Oder doch gleich Sumpfhütte, aber die ist am Anfang noch nicht so. Man braucht auch ein paar normale Dörfer. Er macht Kunstschmiedesuche. Alles klar. Anwesen entsorgen. Wir haben 8. Da können wir uns doch genau Hafendorf-Kartenzeichner holen. Hier jetzt eine Sumpfhütte. Elztiegel entsorgt für die Sumpfhütte. Sumpfhütte genommen. Okay. Gibt es noch einen Pluskauf? Ja klar, vergrabener Schatz haben wir. Auch noch eine Sumpfhütte, schätze ich mal. Gut. Gut, Hafendorf. Kartenzeichner. Das und das. Ziehen wir jetzt den Schmelztiegel, aber egal. Ah, okay. Können wir trotzdem hier ein Anwesen besorgen. Den. Und holen uns mal Sumpfhütte vergrabener Schatz. Ja, er hat schon sein ganzes Deck gezogen, würde ich mal sagen. Hat jetzt nicht so viel Payload, glaube ich, wie ich. Mal sehen. Hat immerhin drei Suchen. Jetzt sollte ich mir auch noch eine Suche holen. Damit ich dann auch genügend von den Dingern kriege. Kostbarkeiten. Anwesen in Suche. Heilung. Handelsschiff. Aha. Das dürfte eigentlich das ganze Deck ziehen. Die nächste Aktionskarte, die Plus-Dollar gibt es, gilt ja auch bei Beeilung. Interessanterweise. Also kann ich hier Beeilung Suche machen. Beeilung. Und
Und eine Provinz? Nee, noch eine Sumpfhütte oder sowas. Noch ein vergrabenen Schatz wahrscheinlich. Ja, wenn die Suchen jetzt aus dem Spiel raus sind, dann macht meine Sumpfhütten leider nicht mehr was. Könnte er mir jetzt ein bisschen ärgern, aber vielleicht sich selbst auch, wer weiß. Dennoch die Kunstschmiede. Noch eine Suche. Einkauf, was so. Das. Jetzt die suchen leer, okay. Barb habe ich bekommen, eine Kugel, ein Hammer, nice. Auch Dublonen, okay. Ja, jetzt ziehe ich leider nichts mehr. Auch nicht. Click the play challenge. Das Problem, dass wir nicht mehr gut Karten ziehen. Aber er zieht wahrscheinlich auch keine Karten mehr, ha? Ah, er hat die Zauberrolle auf der Hand. Für die, okay. Und er hat noch eine Suche im Deck. Ach, okay. Gold hätte ich jetzt nicht gekauft. Oh krass, die sind jetzt. Ach, das ist natürlich mies. Okay. 3, 4. Eine davon ist eh. Eine Karte kann ich auch nur eine ziehen. Kein Silber. Okay, das ist jetzt schlecht. Mein Kartenzeichner ist unten, ha? Huh? Nice Combo. Kunstspiel entsorgt, allerdings könnte die natürlich auch nützlich sein später. Oh, holt sich noch eine Sumpfhütte. Kartenzeichnerin, noch eine Kartenzeichnerin. Okay. Hat natürlich nichts gebracht. Habe ich irgendwas im Ablagestand, was nützlich ist zu spielen?
haben einen Schatz vielleicht für nächste Runde. Vergrabenen Schatz noch. Okay. Ah, das ist doch nur mal eine gute Hand. Egal, ob die Kartenzeichnerin spielen will oder nicht. Auf jeden Fall hat er keinen guten Start gehabt. Das ist wirklich ein tricky Königreich hier mit diesen Sumpfhütten. Ich spiele die Kartenzeichnerin, schätze ich mal. Affendorf. Sumpfhütte und Gold. Zack, Stab und kann ich irgendwie vielleicht schon das Spiel beenden? Den Karten nehmen, wenn ich das Kupfer nehme, obwohl selbst das auch ja nur dürfte ja der vergrabene Schatz ganz gut sein. Dann nämlich mit meinem Spätstikel entsorge. Reicht ja von dem Punkt, der muss ich jetzt hier nicht wieder das machen. GG. Any mistakes he made here? Not really. Weiß nicht. So, willkommen zum dritten Spiel. War eine kurze Pause dazwischen. Aber jetzt geht's weiter. Wir haben Königstruhe und dazu wieder Kostbarkeiten mit Juwelenei. Wir haben zwei Merkmale. Billig ist der große Markt. Und wir haben geduldiges Seil. Geduldig war. Man kann sie auch zum Start des nächsten Zuges spielen, macht beim Seil nicht so viel aus. So, wie wollen wir anfangen? Kann Müllverwerter oder Seil? Zu Beginn der Aufräumphase darfst du geduldige Karten aus der Hand zur Seite legen, um sie zu Beginn des nächsten Zugs zu spielen. Ist natürlich bei Seil sinnlos. Will man nicht. Der Gauner ist nicht schlecht. Der erlaubt uns ja dann, die Geldkarten wieder auf die Hand zu nehmen. Von daher. Das Seil zum Entsorgen. Silber. Versuch auf 5 zu kommen. Okay, hier haben wir 5. Er hat 4. Holt sich 2 Juweleneier, okay. Das ist stark. Juwelenei-Münzer ist hier lustig vielleicht. Vielleicht ist das das, worauf er geht. Ich werde mir auch mal ein Juwelenei holen. Oh, entsorgt schon seine Kupfer mit Münzer. Interessant. Also 4 Kupfer und 1 Silber entsorgt mit Münzer, meine ich damit. Wir können hier dann das Seil gleich wieder in die nächste Hand nehmen, das ist nice. Er hat ein Gedanken.
Gezeitenbecken genommen. Münzer ist noch nicht dran, finde ich. In der Aufräumphase. Nicht so sehr mit dem. Nehme ich auch mal Gezeitenbecken. Ja. Und Seil. Man entsorgt gar keine Dauerkarten. Das ist gut. Dann entsorge ich ja gar kein Seil. Endloser Kelch und Schild. Gut gespielt, er hat das gemacht. So. Ich werde jetzt aber auch Münzer holen und entsorge mein Seil gar nicht. Galionsfigur, sehr schön. Gleich dann das Gezeitenbecken aus. Und entsorgt wieder eine Münze, kann einen großen Markt kaufen, wenn er will. Ja. Das hat Hand und Fuß soweit, was er macht. Wie machen wir das hier? Wir haben leider keinen Pluskauf. Noch ein Seil? Nee. Auch einen Müllverwerter vielleicht. Eine Königstruhe. Noch nicht so viel, aber ist natürlich nice mit Gauner. Von daher machen wir das mal wenigstens jetzt. Haben sie leider noch nicht gezogen. Das ist auch nice. Oh, er macht Königsdorf endlosen Kelch. Oh, krass. Ja, das wird schwierig jetzt. Okay, wir haben Königstruhe nicht mal gefunden. Seil. Und der große Markt, okay. Okay, wir entsorgen Kupfer. Gezeitenbecken. Münzer, ne? Doof, dass wir jetzt irgendwie gar keine Aktion hatten. Aber egal. Thank you.
Ja, hilft nicht so viel, wenn man keine Aktion hat. Königstruhe gekauft. Den ziehen. Und wir können eh nur eins davon spielen. Spielen wir mal. Wir haben da unten eh noch einen Münzer. Den wollen wir natürlich eher noch spielen. Noch die Königstruhe entsorgen, die im Spiel ist hier. Macht aber keinen großen Unterschied mehr. Dann die Königstruhe wird auch rausfallen. Außer wir spielen sie jetzt einfach gar nicht. Entsorgen, nicht entsorgen, nicht entsorgen. Affendorf, großer Markt. Ich glaube, das Gezeitenbeck brauchen wir gerade nicht unbedingt. Obwohl doch, wir können natürlich, wir können die Königstruhe ziehen, die wir hier gleich nehmen werden. Schwieriges Königreich. Ist egal eigentlich, wa? Wir machen mal den Verwerter zuerst, aber wir spielen eh alle drei. Können aber eh nicht alles ziehen, was wir wollen. Okay, nice. Truhe. Rückgängig. Brauche ich ja gar nicht dreimal. Ich will ja die Königstruhe verdreifachen.
Entsorgt die Amphore, krass. Königstruhe auf Seil, Schild. 17. Hafendorf, Hafendorf, Provinz. Nee, geht noch nicht auf Punkte, okay. Interessant. Oh, zwei Juwelen. Ah ja, das macht es mir ja nochmal leichter. Erstmal alles mit der Galionsfigur ziehen. Leichter, eventuell das Spiel schon zu beenden, meine ich. So, dann legen wir die zwei ab. Hafendorf, großer Markt wird auf jeden Fall gespielt. Die großen Märkte werden alle auf jeden Fall gespielt. Münzer auf die Königstruhe. Wir haben ja den Stab, können also eh alle drei spielen. Dann können wir auch noch Münze auf Juwelenei und dann bräuchten wir wie viel, um auszupeilen? Dürfte so oder so reichen, ne? Also Königstruhe, Königstruhe, Stab. Wir spielen den Gauner. Den Müllverwerter. Aber dann können wir die Anwesen kaufen. Oh, sehr schön. Ein sehr taktisches Spiel hier. Und schon wieder sumpfhütten, waghalsige Sumpfhütten, wow. Das macht sie nicht allzu krass. Dann haben wir einsamen Schrein wieder zum Entsorgen. Ach, ich mache einfach hier die Königreich-Kartenansicht. Genau. Wunderheilerin. Hier, der Mitspieler nimmt einen Fluch. Flüche sind Geldkarten. Aktiviert den einsamen Schrein. Das heißt, so eine ganz gute Kombo. Am Fromm. Das ist auf einer Karte. Aber auf der Schatzkarte. Okay. Krass. Ach ja, siehst du, ich musste das hier rausmachen. Einsamer Schrein entsorgt natürlich ganz gut. Aber auch nicht so gut. Frage ist, muss man hier gut entsorgen? Ja, wir haben Kolonien. Wir haben keine Kostbarkeiten. Wachturm die Sirene umgehen, aber Flüche sind hier ja nicht so krass gut. Ich mach das so. Und Fischerdorf. Ziehen wir hier Karten, hauptsächlich auch mit Sumpfhütten. Oh, er macht das so. Schatzkarten. Entsorg lieber zwei Karten hier. Ein Silber. Tun wir dann Wachturm. Verteidigt auch gegen gewisse Angriffe der Wachturm, also ist das ganz nett. Pluskauf. First Draw. Oh, zwei Kupfer da entsorgt. Ja, kann sein, keine Ahnung. Ob er den schlechtesten Draw hat. Ich hole mir mal so eine Figurine.
für den Pluskauf, den man hier nicht so leicht sonst hat. Schatzkarte hätte er auch so entsorgen können, aber er will es immer noch später machen. Wollen wir uns jetzt hier ein Fischerdorf holen? Ja. Silber. Ne, ich hole mal noch ein Fischerdorf. Ah, nice. Kein Kauf gefunden. Na gut, wir können Figurinen machen und dann bei Karten entsorgen, was nicht so schlecht ist. Jetzt könnten wir zwei Schatzkarten kaufen oder wir machen weiter mit Wachturm und so weiter. Eine Schatzkarte für eine Sirene und dann einen Fischerdorf. Lieber das Fischerdorf, kannst ja eh nicht spielen. Zack. Ah, okay. Keine. Und unten meine Fischerdörfer. Ist ja mies. Ach. Helpful. Dann mal so ein Fütten auf den 80-Stapel. Jo. Zwei Schatzkarten noch nicht, ich habe die eine gar nicht entsorgt. Ja, das war jetzt vielleicht auch nicht so toll. Naja. Oh, Wachturm wenigstens gefunden. Nice.
eigentlich zwei Schatzkarten? Nee, ne? Hab ich nicht. Habe ich denn die Kupfer gespielt? Dann an beiden. Ach so. Aber ach so, nee, ich ziehe noch mal hier auf 8 Karten, das ist gut. Sumpfhütten sind natürlich nice, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt zieht. Schon zwei Sirenen. Okay, holt sich die ganzen Fischerdörfer und ein Wachturm aufs Deck. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Punkte. Noch ein Fischerdorf.
Ja. Was ist Uwe? Er hat kein Geld oder was? Immer okay damit, wenn die Gegner aufgeben. Allerdings, mein Deck hat gerade so einen Spaß gemacht. Alles klar. Aber es war interessant. Auch wieder sehr interessantes und taktisches Spiel. Also hat mir sehr gut gefallen, dieses Match. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch noch andere Videos interessieren, dann ist hier in der Endkarte das letzte Turnierspiel verlinkt. Dann freue ich mich über jedes Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.